Und ein herzliches Howdy bei Let's Play Star Wars Battlefront. In diesem Video gibt es ein bisschen Multiplayer-Gameplay zusammen mit Robli aus einem unserer letzten Twitch-Livestreams. Viel Spaß dabei! So, Telekommander schreibt gerade mal wieder, ach, der Mann ist einfach so weise, ne? Lass die Scheiße mit dem Zeiglergewehr, du kannst das nicht, ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich habe irgendwas so einen lästigen Hutten-Auftrag. Oder habe ich den schon erfüllt? Hätte ich mal nachgucken sollen, ne? Das wäre intelligent. Ich sollte auch mal wieder reingucken. Ich habe auch noch irgendwie einen am Laufen. Alter, ich habe hier so einen übelsten Mückenstrich auf der Brust. Der juckt die ganze Zeit. Das ist echt nervig. So was, irgendwelche Shockblaster-Kiss ist mir egal. Also, ich gehe mal ganz kurz in den Hutten-Aufträge rein. Ja, zum Glück hast du keinen Mückenstich im Schritt, ey. So, ich stelle mir gerade so vor, wie du das so sagst. Weißt du, ich habe einen Mückenstich an der Brust, in dir gerade in deiner Facecam so genüsslich über die Brust reibst. Weißt du, so. Oh, Scheiße, das sieht man nicht, aber ich. Ich muss mein T-Shirt ausziehen. Oh, yeah. So ziehst du deine Zuschauer. Nee, Mann, aber ich hab's geblickt. Es gibt Frauen, die halten Brüste ins T-Shirt und ich, ja. So, immer. So, wir spielen mal Fracht. Was hältst du davon? Willst du Fracht spielen? Ja, bin dabei. Was du magst, ich bin offen für alles. Wird gesucht. Oh, ich habe Freundesanfragen erhalten. Mal gucken, wer mein Freund sein möchte. Freunde kann man ja nie genug haben. Ich meine, es gibt für alles eine Obergrenze, ne? Wenn du jetzt irgendwie so, sagen wir mal, so 1000 Leute hast oder so, die dich alle richtig, richtig doll mögen und alle mit dir Zeit verbringen wollen, dann wird es halt irgendwann schwierig, ne? Das stimmt. Boah, meine Frau hat mir hier einen Milchshake gemacht. Das ist schon geil, oder? So ein Livestream und währenddessen so ein Milchshake mit Alter. Ben and Jerry's Cookie Duff Ice Cream. Das ist schon. Schon geil. Also der ist wahrscheinlich auch sehr gesund, aber. Ja, klar, da ist Milch drin im Eis. Da ist Milch drin, Calcium. Stimmt, tut mir leid, richtig, ja. Mein Fehler. Oh yeah, that's the stuff I like. So. Okay, ich bin eher so für Erdbeer-Milchshakes zu haben, aber ich hätte auch nichts gegen Kuhido, ja. Ich stehe mehr auf Erdbeermünder, wenn du verstehst, was ich meine. Nee. Nee, das war mir klar. Naja, ich dachte, ich sag's trotzdem mal. Okay, die Map ist nicht so schlecht. Wir spielen jetzt auf der gleichen Map mal Fracht. Warum läuft die Pfeife da hinten? Was macht denn der? Der versucht, den Flieger einzusteigen. Wusstest du nicht? Es gibt so ein Easter Egg. Wenn du hier zu diesem Flieger läufst, an der richtigen Stelle stehst und dann dreimal Dreieck weißt und du, zweimal du Kreis drückst, dann steigst du automatisch den Flieger ein. Das gelingt hier rechts, zwar immer rechts, wieder, rechts. Aber... Oh! Da war er tot. Oh yeah! Oh yeah! Ich könnte diesen Moment jetzt teilen, weil der war schon echt episch. Ah, fuck, ich bin schlecht. Da ist ein Geschütz, was echt nervt. Das ist fast tot. Vielleicht könnte man das mal ausschalten. Ah. Ja, ich bin da. Ja, ich hab dich aber auch direkt. Yeah. Das freut mich. Okay, komm. So, was du vielleicht auch noch nicht wusstest, na, bei dem letzten DLC bzw. Update gab es auch ein bisschen Verbesserungen bei diesem Buddy-Modus hier, dass man jetzt nämlich deutlich... öfters beim Partner starten kann. Bisher war das, glaube ich, irgendwie so, dass innerhalb von 20 Metern oder so durfte um dich herum kein Gegner sein. Genau, und genau. Und jetzt ist es bloß, wenn du unter Beschuss bist, glaube ich, oder so, ne? Ja, und 2 Meter Entfernung sogar. Oh, krass. Das finde ich aber ganz cool. Worden. Ja. Also, du meinst, sie haben jetzt tatsächlich nur... Alter, das ist ja mal ein Camper-Sau da. Der hat es auch nicht besser verdient, als zu sterben. Ich hoffe, der sieht mich hier nicht. Steht er einfach da unten und wartet darauf, dass ich um die Ecke komme. Ich nehme trotzdem das Zeiglergewehr, auch wenn Telekommander sich jetzt wieder denkt, oh, er macht's wieder. Ich hab's ihm doch gesagt, er soll's nicht machen. Aber warte ab, warte ab. Komm her, komm zu Daddy. Komm her. Na, scheiße, egal. Verdammt, ich wollte gerade Partner starten machen, dann hab ich erstmal gemacht. Ich lass es. So, wir gucken mal kurz Robli über die Schulter, währenddessen ich jetzt mal gucke, ich kann irgendwie über meine PlayStation-App keine Freundesanfragen mehr annehmen. Das ist echt doof. Ach, ich spiele auf der PlayStation, ich kann es ja auf der Konsole machen, das ist ja super. Ey, das. Das geht super spitzenklasse. Ich guck mal rein. Freunde. Guck,
Oh, dieser Battle Player hat mir auch eine Anfrage geschickt. Ich glaube, der sucht dringend Freunde, kann das sein? Ja, auf jeden Fall. Star Wars Battlefront. Nee, ach, gestern. Ja, nee, okay. Also grundsätzlich, wie gesagt, immer offen für solche Geschichten. Aber genau, wenn ihr live im Stream dabei seid und wollt mitzocken, dann ist das sehr, sehr cool. So. Brrr. Ja, Shadow Commander lacht natürlich, weil ich doch wieder das Cycler-Gewehr benutzt habe. Oh Mann. Und gescheitert bin. Das ist das Entscheidende, glaube ich. Ja, klar, logisch. Was auch sonst, ne? Ja, Wenn nicht man so. das Cycler-Gewehr nimmt, dann kann man gar nichts anderes erwarten. Also, das läuft dann so. Ich habe auch quasi Telekommando, obwohl ich nicht weiß, wie er aussieht, habe ich quasi sein genüssliches Grinsen sehen können, wie er sagt: Ich hab's doch gesagt. So. Oh, da hinten schießt ja einer rein. Oh, ich bin ja schon wieder drin. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich gespawnt bin. Ja, das ist auch echt verrückt. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Manchmal auch eher unfreiwillig. Was genau? Dieser Penner hat mich da vorne gerade gekillt. Also, wenn du den mal zerlegen willst, dann würde ich mich echt freuen. Also, der hat es nicht anders verdient. Welcher Penner? Warte mal, hier liegt irgendwas. Ah, der ist jetzt schon tot. Also der sah ein bisschen komisch aus. Er hat so irgendwie grüne Farbe im Gesicht gehabt ja, so komischen, so ein Duckface-Mund und nicht mal wirklich Haare, sondern so komische Ohren und Stacheln auf dem Kopf. Ich glaube, dem ging es nicht so gut. Nee, ne? Zu viel vom falschen Zeug gefuttert Ja. oder so. Oh, fuck. Ja, das auf jeden Fall. Also, liebe Kinder, nicht zu viel Spinat essen und Gemüse, das ist ganz schlecht. Dann sieht ihr nachher so aus wie der. Ja, also immer schön hier Zucker und. Oh Gott, Alter, wo bist du denn? Oh, ich bin natürlich direkt. Irgendwie ist das echt gerade nicht mein Ding. Ich bin gerade richtig schlecht. Aber ich sehe schon, wie Oh immer, wenn es nee. mir schlecht geht und ich nichts gebacken bekomme, werfe ich einen Blick auf die Statistik und es geht mir wieder besser. Ach du Okay. Schande, tatsächlich. Also, Nice. und ich werde nicht nur hier im Stream von dir gedisst, sondern natürlich auch von Telekommander wieder. Selbstverständlich. Was wäre ein Stream ohne einen Telekommander, der einen disst? Ich lese vor, wenn McRife das C-Gewehr auspackt, dann hat der Gegner einen Kill. Okay, völlig vergeigt. Habe ich noch einen Schuss? Ja, ich krieg noch einen Schuss. Intelligente Rakete. Ah, wie intelligent ist sie denn bitte? Das kannst du nicht als intelligent bezeichnen. Ich Das ist wollte doch eine unbedingt die Lüge. Aufladung. Oh, und ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Es war es wert. Du meinst, die Aufladung war es wert? Definitiv. Oh, ich habe ein automatisches Geschütz bekommen. Ich hoffe, damit kann ich den Gegner jetzt gleich ein bisschen stänkern. 12%. Das tat weh. Guck, guck. Boah, ich gehe echt Guck, mal außen guck. rum. Das ist mir echt zu wild hier, ne? Ja, aber auch außenrum ist nicht so einfach. Also da muss man schon. Das Problem ist halt, was man braucht, ist Skill. Kannst du vielleicht das mal buchstabieren? Ist dir Das geht aufgefallen, gar dass die nicht. anderen 6 zu 4 führen? Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Wirklich? Ja, weil du könntest vielleicht einfach mich mal weniger dissen und hier mal die Aufgabe erfüllen, ne? Könnte man machen. Flash Gordon hat mich auf dem Gewissen. Flash Gordon. So, ich bin bei dir. Oh, ist Sehr umgerollt, gut. Wir Entschuldigung. uns jetzt mal hier die Fracht. Mach das Hat mal. einer, sehr gut. Und bringen die gemeinsam zurück. Überall. Warum denn ich schon wieder? Oh Mann. 7%. Durchatmen. Und go. Ich hasse das, wenn wir hier mit. Wieso hat er mich mit der blöden Scout-Pistole getötet? Ich habe das noch nie geschafft, damit jemanden umzulegen. Und alle anderen kriegen das irgendwie ständig hin. Die haben einen Schuss mit dem Scheißding. Weißt du was? Das ist so unglaublich. Dafür brauchst Was du Skill. weiß ich? Ja, du weißt nicht mal, wie man das schreibt. Ja. Und trotzdem das Wort verwenden, ne? Da bin ich Also. aber nicht alleine auf YouTube und Co. Also, da gibt es viele Leute, die nicht wissen, wie man die Sachen schreibt, die man jeden Tag macht. Okay, haben wir echt das Ding jetzt nach Hause gebracht? Oh, das haben wir nicht. Nee, Was ist denn ihr da habt's verkackt. passiert? Kaum, Ihr habt's kaum, mal richtig natürlich. verkackt. Ihr habt's verkackt, sagte Ja. der Ich hab die schlechteste im Kugeln für Team. euch aufgefangen. Ich bin direkt hinten gestorben. Was anderes kann man nicht erwarten, das stimmt, ja. Boah, Alter, da wäre pfeffern müssen durch. Es ist immer wieder beruhigend, dass manche Leute schlechter sind als man selbst.
Ja, das ist wohl wahr. Das finde ich auch mal ganz schön. Gibt aber manchmal gibt es so Momente. Ich sag mal nichts. Ich bin bei dir. Komm, ich bin bei dir. Ich geb dir. Ich komm. Los. Bringen wir das Baby nach Hause. Schnell weg. Die standen alle direkt neben mir und haben es nicht mitbekommen. Ich laufe mal rechts lang. Hallo? Warum kann ich jetzt mein Dings nicht benutzen? Was ist los? Was Achso, weil ich die Fracht habe, oder was? Man kann das Jetpack nicht nehmen, wenn man die Fracht hat. Macht Sinn, ne? Ja, das macht definitiv Sinn, ja. Das ist irgendwie scheiße, aber hinter uns. Macht definitiv Sinn. Oh, hinter uns! Ich habe mich wieder für dich geopfert. Das ist echt lieb von dir, so. Ich laufe extra so ein bisschen jetzt mal einen anderen Weg. Ich hoffe, ich sterbe deswegen nicht. Nein! Nein, ich sagte, ich hoffe, ich sterbe deswegen nicht, diese blöden Pisser! Entschuldigung. Jungs, holt euch mal die Fracht! Ich hätte doch rechts weiterlaufen sollen, ich Idiot. Start. Ich hätte auch bei dir spawnen können, aber ich war mit Milchshake trinken beschäftigt. Das ist genau deswegen scheitern wir hier. Genau deswegen. Der McRife lieber Milchshake trinkt, anstatt sich mit dem wahren Gefahren des Lebens zu beschäftigen. Granate war echt verschwendet gerade. Durch die Mitte laufen ist immer eine doofe Idee, ich weiß das, aber ich möchte einfach. Ja. Where is the enemy? Die sind alle, die spawnen, die campen jetzt die ganze Zeit bei sich da vorne. Oh, Mist. Oh, Telekommander hat uns gerade informiert, dass seine PlayStation 4 eingeschaltet ist. Sie fährt hoch, die Turbinen werden vorgeheizt und dann kann es nur aufwärts gehen hier mit uns. Ladies and Gentlemen, haltet euch fest. Au. Gott, sind wir schlecht gerade, das ist unglaublich. Episch. Ja, es ist eine sehr offene Karte. Das ist schon echt, also hier Fracht ist schon echt nicht cool. Also muss man einfach mal so sagen, weil du hast halt, egal wo du langläufst, jeder sieht dich so mit der Fracht. Und das erhöht natürlich das Risiko, erschossen zu werden mit der Fracht, aber auch ohne die Fracht. Und das ist in der Regel dann immer nicht ganz so cool. Also ich kann es nicht empfehlen. So, der Stand ist jetzt relativ lang schon bei 4-6. Ne? Jetzt könnten wir ja langsam hier mal was tun für unser Geld. Für unsere nicht vorhanden. Ich hat sogar die Idee, jetzt hier was zu tun. Ich komme rechts über. Pass auf, du geradeaus und die rechte nämlich nicht damit, dass ich von der Seite komme. Ja, wenn du jetzt überlebst, dann. Oh, scheiße, bin ich schlecht. Oh, scheiße. Ist okay, ich habe den Kill. Und ich vergesse auch immer aktiv nachzuladen, ne? Immer. Ich benutze das nie. Ich benutze eigentlich die Waffe selten so weit, dass sie wirklich komplett aufgehetzt ist. So, nee, mir hatte letztes Mal zu Recht einer auf YouTube gesagt, dass anscheinend, das ist ja immer, wenn man hier so eine Hektik ist, so selber merkt man das ja immer nicht, ne? Aber dass mir anscheinend so viele Kills entgangen sind, beziehungsweise ich so oft gestorben bin, weil mir halt die Munition einfach ausgegangen ist und ich einfach das hätte hier drücken können und dann, ja, weiß schon. Zinsgelot schreibt gerade, dass so ein Cookie-Dummy-Shake echt eine geile Idee ist. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gemacht, so. Also ich meine, du hast halt Ben & Jerry's Eis, so gerade Cookie. Nennt man es eigentlich Cookie-Doo oder echt Cookie-Duff? Ich dachte Cookie-Duff, aber weil die sind so duffig, weißt du? Deswegen dachte ich, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Okay, gerade du müsstest es ja eigentlich wissen, ne? Ja, eigentlich schon, aber ist irgendwie in der Schule nie beigebracht worden. Ja, es ist so ein Wort, was man nicht jedes Mal braucht, ne? Nee. Duck, du. Ja, aber ich meine, das. Man will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber die sind ja schon richtig geil. Also gerade so Cookie-Doo oder so ist ja schon echt Porno. Cookie-Doo, Cookie-Doo. Aber das dann auch noch als Milchshake? Ja, ne? Ich weiß nicht, also ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich dann das Ganze verschlechtert oder verbessert. Über dir, hinter dir, überall. Rechts, hinter dir. Ey, die Gegner haben Waffen, die mich mit 1 bis 2 Schuss töten. Ja, weil einfach drei Leute gleichzeitig auf dich geschossen haben, das ist der Grund. Nee, da war nur einer. Der aktiv auf mich geschossen und mich auch getroffen hat. Okay. Duff. Also Makes schreibt, man spricht das Duff aus. Duff? Bing. Ja, Cookie Duff. Siehst du mal, Cookie wer ist hier der Ami, hä? Das habe ich im Blut. Der Feind hat die Frachtkiste erbeutet. Was? Spitzenspieler Kill-Serie? Achso, neutralisieren einen gegnerischen Spitzenspieler 5-mal. Ich dachte schon, ich bin doch kein Spitzenspieler. Was erzählt ihr denn da für ein Schmuh? Also, das halte ich echt für ein Gerücht. Feind erfasst. Je nach Dialekt differenziert sich das so ein bisschen. Schön. Also manche sagen das, andere sagen das und manche sagen einfach das. Cookie Duff. Cookie Duff. Cookie Duff.
Also Milch habe ich da. Wenn mir jetzt noch einer einen Cookie Duft mit herbringt, dann bin ich dabei. Ich gebe auch gerne meine Adresse raus. Also da so bin ich, verkaufe ich die. So geil bist du jetzt auf das Zeug, ne? Ja. Das ist echt mit eins der geilsten Eissorten, die es gibt, finde ich. Also ich bin echt nicht so ein krasser Ben & Jerry's Fan, was die anderen Sorten angeht. Also ich habe jetzt nicht so viel gehabt, was mich jetzt angesprochen hat, außer eben Cookie Duft. Das ist schon richtig ja. geiler Scheiß. Das ist schon echt nett, ja. Wir haben gleich verloren, leider. 3-7, aber sowas von verkackt, ne? Ja. Ja, na klar! Das kannst du mir doch gar nicht erzählen! Ihr habt's gesehen, liebe Zuschauer! Das gibt's doch gar nicht! Ich schieß dem direkt in die Fresse! Ja? Und das ist dem scheißegal! Ich sehe sogar, wie das direkt neben ihm explodiert! Also der Raketenwerfer, ich betone intelligente Raketenwerfer, der hat seine Intelligenz zu echt. Nee, also das kannst du mir nicht erzählen. Der ist nicht intelligent, weil er weiß, dass ihm die Gegner mehr bezahlen oder so, aber wenn er sie nicht tötet. Voll das ist ja die Höhe. Da winst du wohl ich jetzt. Ja, das wäre jetzt echt die Höhe gewesen, wenn der Gegner mich mit dem Ding getötet hätte. Ich sehe dich, aber es nützt uns ja, nichts. Schade. Naja, schade ja. Eigentlich, aber. War zumindest eine nette Unterhaltung mit dir, ne? Ja, danke. Oh, ich habe mich nach oben geschlafen. Ich war da sogar der Zweite im Team gerade. Oh, ja. Es ist ein historisches Ereignis. Ich werde nicht alleine gedisst in meinem Chat. Soll ich mal vorlesen? Mhm. Robli, ein Spitzenspieler. Da muss er selber lachen. Ja. Der Mann ist weise. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zugucken. Das war ein bisschen Multiplayer-Gameplay aus einem meiner letzten Twitch-Livestreams. Wollt ihr mal live mit dabei sein, dann schaut doch einfach mal vorbei unter twitch.tv/macralph. Einmal in der Woche gibt es auf jeden Fall einen Livestream, den kündige ich auch entsprechend auf YouTube vorher an. Also am besten auf Twitch followen und hier auf YouTube ein Abo hinterlassen. Und ihr verpasst nichts mehr. Nochmal danke fürs Reingucken, ich hoffe bis zum nächsten Mal, euer MacRalph. Tschüss. Dafür werdet ihr bezahlen.